Und ich habe das Vergnügen, heute eine kleine Abgrenzung zu machen dieses Begriffs Selbstorganisation, Selbstorganisation im Unternehmenskontext. Und gleich vorweg möchte ich sagen, dass es hier nicht um die persönliche Lebensplanung geht. Also nicht um das persönliche Zeitmanagement oder es gibt ja viele Bücher auf dem Pseudo-Psychomarkt, wo man die persönliche Lebensgestaltung oder sonst was nachlesen kann. Darum geht es nicht, definitiv nicht, damit es gleich aus den Köpfen verschwindet. Dieser Begriff Selbstorganisation, wo kommt der überall vor? Also er kommt in vielen Bereichen vor, vielen Wissenschaftsbereichen, Themengebieten und so weiter. Ich habe ja alles, was ich dazu gefunden habe, wo der auftaucht, dieser Begriff, versucht in so eine Begriffswolke zu machen. Einige Sachen werden Sie kennen, das sind viele Gebiete der Wissenschaft, Arbeitsorganisation, der Soziologie ist es zu finden, in der Informationstheorie, Computerwissenschaften, Chemie, Biologie, ganz, ganz vielen Bereichen. Der Begriff an sich ist aber nicht überall gleichbedeutend. Er wird oft in unterschiedlichen Kontexten verwendet, er hat in bestimmten Bereichen ganz andere Zusammenhänge. Es gibt ein paar Überschneidungen, wenn dieser Begriff aufkommt, Selbstorganisation, das muss ich mal nachlesen, ja, was denn ausmacht. Also in allen Themengebieten ist es eigentlich eigen, dass es Selbstorganisation, man weiß nicht so genau, wann und wo es auftritt. Ja, es ist nicht so unbedingt vorhersehbar. Also es kann plötzlich auftreten. Wenn es auftritt, ist es meistens irreversibel, also unumkehrbar. Ja, passiert dann schwer wieder zurückzuwandeln. Man kann es nicht erzwingen, also man kann es nicht von außen aufoktroyieren. So, ich sage zu jemandem, jo, jetzt organisierst du dich mal selber in deinem Team oder sonst was. Sowas muss ich, wenn möglich, bilden. Ansonsten funktioniert es nicht, nicht wirklich. Ja. Kommen oftmals dann falsche Ergebnisse raus. Selbstorganisation ist in der Regel selbsterhaltend. Also es hat eine Tendenz dazu, lebendig zu bleiben, wie man sagen möchte. Und es kommt vor in den Bereichen, also in der Natur, in den belebten und unbelebten Bereichen. Ja? Also belebten und unbelebten Formen. So, wenn wir jetzt das auf den Begriff Unternehmen rüberziehen, dann ist es meistens zu finden oder hängt es zusammen mit Soziologie, Psychologie, in der Arbeitsorganisation, in der Betriebswirtschaft, überall da. Aus den Bereichen setzt sich das zusammen, die Selbstorganisation in Unternehmen. Gehen wir mal auf den Begriff genau rein. Also Organisation. Organisation, wie ist das zu verstehen im Bereich des Unternehmens? Es gibt drei Bereiche der Organisation, kann man sagen, so in der Fachliteratur. Das ist einmal, sind es die institutionellen Organisationen. Das ist sowas wie Gerichte, Ämter. Ja? Manche sagen auch, die Ehe sei eine Institution, wo ich glaube, das ist eine falsche Brücke hier ist. Und es gibt so funktionale oder prozessuale Organisationen, das sind so Ablauforganisationen, in denen was geschieht. In Bezug auf Unternehmen ist es ein Instrument, ja? Instrumentale Organisation. Und das heißt, ein Werkzeug, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. In der Regel sind es Geschäftsziele oder Wertschöpfung oder sonst was in der Form. Die zwei Bereiche, die da hochkommen, das ist zum Beispiel die Aufbauorganisation, ja, die Aufbauorganisation und die Ablauforganisation. Und die Aufbauorganisation ist sehr stark hierarchisch geprägt. Und da kommen wir auch schnell auf das Thema Führung. Ja. Und die Ablauforganisation ist eher in Sequenzen gegliedert, das heißt in Abläufen, in seriellen Schritten, wo bestimmte Wertschöpfungsketten dann durchlaufen werden. Genau, und wie ich schon erwähnt habe, Hierarchie hängt stark mit Führung zusammen und die Aufbauorganisation mit Hierarchie liefert im Prinzip die Steuerung für die Sequenz. So kann man das sagen. Um mal einen kleinen Ausflug in die Geschichte zu machen, ja. Wir kennen ja alle ein bisschen den Taylorismus. Und Taylor hat gesagt im Prinzip, dass man den unwissenden Arbeitnehmer oder in Klammer auch faulen Arbeitnehmer unterstützen muss. Erstmal muss man sich davor schützen, dass er was tut, dass er nichts tut. Ja? Und auf der anderen Seite sind die Themen zu komplex, als dass er sie versteht. Also muss man ihm die Vorgaben machen, was er zu tun hat, um dadurch Effizienz zu steigern. Viel kritisierter Ansatz, funktioniert auch in großen Teilbereichen, aber was sich daraus entwickelt hat, ist, dass sofort eine riesen Bürokratie von Management sich entwickelt hat,
die dem genau entgegengewirkt hat. Also Hierarchieebenen von Management-Ebenen, die dazu geführt haben, dass es wieder ineffizient geworden ist, weil die Abläufe einfach wieder zu lange dauern oder auch an der Sache vorbeigehen. Da hat man wieder versucht, Gegenmaßnahmen zu treffen. Man hat versucht, wieder in den unteren Entscheidungen oder in den unteren Bereichen wieder mehr Flexibilität einzuführen, mehr Entscheidungsfreiheit. Das hat in sowas gemündet wie Lean-Management. Ja? Man lässt Entscheidungen wieder ein bisschen flexibler treffen und versucht es mit Leitplanken, in denen sich die Leute bewegen, wieder einzufangen. So. Was passiert aber, wenn diese Leitplanken nicht mehr funktionieren, zum Beispiel deswegen, weil sich Marktsituationen ganz schnell ändern? Das heißt, ein Unternehmen muss blitzschnell auf eine neue Marktsituation reagieren. Was macht man dann? Also ich weiß nicht, hat jemand von Ihnen noch eine Polaroid-Kamera? Ich habe auch eine Polaroid-Kamera und ich hätte sie auch gern wieder, weil eigentlich ist das eine ganz tolle Sache, weil die Fotos sind beweissicher, die werden eigentlich immer vor jedem Bericht im Zweifelsfall anerkannt. Aber das Problem ist, es gibt keine Filme mehr dafür. Da haben die Leitplanken neu zu gestalten nicht funktioniert. Das Unternehmen ist vom Prinzip vom Markt verschwunden, weil es nicht entsprechend reagieren konnte. So. Und was ist dann eine Methode oder ein Mittel, um da weiterzukommen oder versuchen, dem entgegenzuwirken? Und dann gehen wir mal auf den Begriff Selbstorganisation. Der Begriff Selbstorganisation, hangeln wir uns mal dem weiter, das bedeutet eigentlich, aus sich heraus sich zu organisieren, kann man sagen. Ja? Einfach abgeleitet direkt vom Begriff, da grenzt er sich schon von selber ab. Und was passiert dann mit der Hierarchie, wenn Selbstorganisation entsteht, so wie ich es vorher schon versucht habe zu erwähnen? Dann wird aus der Hierarchie Heterarchie. Ja? Heterarchie bedeutet, dass die Ebenen der Hierarchie gleichwertig sind. Und das Thema Führung verschwindet aber dadurch nicht. Das entsteht nur anders. Also in Heterarchien gibt es auch Führung. Führung entsteht dann aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sie benötigt wird. Sie basiert auf Kompetenz, sie basiert auf Gruppenentscheidungen. Und Und aus der Sequenz wird bei der Heterarchie ein Zyklus. Also die Ablauforganisation ist dann zyklisch angelegt. Und dieser Zyklus dient dazu, immer wieder selber schleifen zu drehen und überprüfen zu können, ob ich noch richtig in der Spur bin, ob meine Leitplanken ja, noch da sind, wo meine Kunden sind und so weiter. Und dieser Zyklus erhält das System an sich am Leben. Ja? Es macht es lebensfähig, ist gegen Störungen von außen resistenter. Es gibt einige Unternehmen, die so eine Methodik anwenden. Ich finde aber das ein bisschen langweilig, jetzt irgendwelche Unternehmensbeispiele rauszuziehen. Ein Beispiel ist vielleicht Gore-Tex, kann man sagen, auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen, in dem es keine klassischen Hierarchiestufen gibt oder sonst was und auch Teambildung völlig flexibel passiert, je nach Themengebiet und so weiter. Es gibt aber ein in Anführungszeichen Unternehmen, das ganz interessant ist, das dem auch folgt und das ist ein Orchester. Das ist ein Kammerorchester, das nennt sich Orpheus Chamber Orchestra aus den USA. Und es ist ein Orchester, das keinen Dirigenten hat. Also die machen Konzerte, die nehmen Platten auf, die haben viele Preise gewonnen, die sind auch öfters mal in Deutschland unternehmen, die haben unterwegs, die haben hier viele Sachen auch produziert. Und die haben eine spezielle Methodik entwickelt, wie sie als Orchester ihre Sachen produzieren und entwickeln können, also ihre Produkte, die Musik und die Produktpräsentation, also ihre Konzerte, dann umsetzen können, ohne die Verwendung einer, oder die Nutzung eines Dirigenten. Und das nennt man heute das Orpheus-Prinzip. Und ich habe hier ein Zitat vom Executive Director von dem Orpheus Chamber Orchestra, das ist der Harvey Seifter. Es hört sich ein bisschen arg linksliberal an, aber es sagt tendenziell, um was es geht. Ja. Gebt Macht in die Hände derjenigen, die die Arbeit tun. Das heißt, dort die Entscheidungen treffen zu lassen, wo die Sachen entstehen. Es gibt noch ungefähr 7 weitere Punkte, wie die das realisieren. Würde ich auch gerne mal kurz erwähnen. Das ist auf jeden Fall einmal die Ermutigung zur persönlichen Verantwortung. Wenn die ihre Stücke einstudieren, dann haben die ja unterschiedliche Instrumentensätze. Und je nachdem, welches Stück es ist und jemand in dieses Stück besonders am Herzen liegt, dann übernimmt der die Führung.
und bei der Ausarbeitung des Stückes. Und gleichzeitig haben sie auch Strukturen entwickelt, um bestimmte Dinge in schwierigen Situationen bei Entscheidungen entscheiden zu können. Und das ist im Prinzip Erfahrung. Also die älteren Mitglieder des Orchesters, wenn es Streitfälle gibt bei der Interpretation von einem Stück oder so weiter, werden dann angefragt, wie soll man es denn machen? Und die aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Altersweisheit oder Alterspräsidenten sagen dann, so machen wir das. Und dann diskutiert auch keiner mehr weiter drüber. Es sind weitere Punkte, die da drin stecken. Auf jeden Fall sollen Rollen klar definiert sein. Die Führungsbefugnisse werden aufgeteilt und rotieren. Das heißt, sie erwarten, dass jeder einmal auch die Führung übernimmt. Nicht nur, wenn es darum geht, was Persönliches, wo einem persönlich am Herzen liegt, sondern auch, es wird erwartet, dass man in bestimmten Situationen auch Führung ausübt. Und die wird dann auch belohnt. Das heißt, es wird Anerkennung, die Führung, wenn man Führungsverantwortung übernimmt, wird es auch anerkannt von den anderen. So. Ja. Und ein wichtiger Punkt, das würde ich als letztes erwähnen, das ist vor allem Leidenschaft und Hingabe an die Arbeit. Wir hatten schon mal einen Vortrag zum Thema Craftsmanship. Da war auch ein essentieller Punkt, dass man für sich persönlich mehr Verantwortung übernehmen sollte für das, was man tut. Auch sich mal hinzustellen und sagen, ich mache das jetzt, ich kümmere mich um das Problem, ja, ich nehme mich der Sache an. So was steckt da drin. Und das Bemerkenswerte an diesem Orchester ist, man kann sich da heutzutage für teuer Geld Manager-Seminare buchen. Das heißt, die bieten das an und aus großen Konzernen kommen Manager und nehmen teil an den Proben, um zu lernen, wie die das steuern und wie die das abwickeln. Und es gibt auch ein tolles Buch dazu, ich habe es dabei. Das heißt, das virtuose Unternehmen. Ich werde es mal nachher hier liegen lassen, kann jeder vielleicht mal reinschauen. Auf jeden Fall, also was man sagen kann, Selbstorganisation, wollte ich jetzt zum Abschluss sagen, kann auch dazu führen, dass man nicht nur ein selbstorganisiertes Unternehmen hat, sondern auch ein virtuoses. Vielen Dank.